Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin unglaublich heiß. Heute steht das DFB-Pokal-Halbfinale an. Der erste FC Saarbrücken empfängt den ersten FC Kaiserslautern. Ich war auch im Viertelfinale am Start, habe einen Vlog gemacht. Gänsehaut mit dem Last-Minute-Finish. Noch mal ein paar interessante Match-Facts für euch. Es ist zum ersten Mal seit 13 Jahren ein Halbfinale vom DFB-Pokal ohne einen Bundesligisten. Und noch mal auch für euch, Saarbrücken war 5-mal bisher im Halbfinale, konnte sich aber kein einziges Mal durchsetzen fürs Finale. Vielleicht ist heute das Debüt. Ich würde es den Saarbrücken auf jeden Fall gönnen. Kaiserslautern hat es bisher 7 von 11 Mal geschafft, im Halbfinale sich durchzusetzen. Also unglaubliche Quote, mehr als 50% der Spiele gewonnen. Und ich würde sagen, wir checken jetzt mal ein bisschen das Stadion ab. Heute ist es endlich mal geileres Wetter. Wobei Saarbrücken und Pokal bringt man natürlich immer das Fritz-Walter-Wetter mit in Verbindung. Sonne scheint, geht natürlich später noch unter. Es ist angenehm warm. Richtig geiler Pokalabend steht vor uns. Also jetzt hier gerade bei der beim Stadionrundgang, das erste, was einem ins Auge springt, der DFB-Pokal. Schaut ihn euch an, wunderschön. Ich hatte die Ehre, zweimal schon in Berlin beim Finale zu sein, auch nochmal ein Foto mit dem Pokal so zu machen. Und es ist jedes Mal einfach dieses Gänsehaut-Feeling. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ein Drittligist hier gegen einen Zweitligist antritt. Ich glaube, das gibt mir gleich nochmal ein anderes Feeling. Das Stadion füllt sich auf jeden Fall schon langsam, 90 Minuten vor Anpfiff. Man merkt auch einfach die Spannung, die in der Luft liegt. Die Fans haben so Bock auf dieses Spiel und ich auch. Also wir sind jetzt hier gerade zwischen dem Gästeblock und der Osttribüne. Und ich finde es auch immer cool, ihr seht hier so diese kleinen Blockertribünen, die ist nochmal mit einem schönen Saarbrücken-Logo abgedeckt. Finde ich vielleicht auch nochmal Flair. Und ich habe natürlich den Rasen auch schon mal ganz genau inspiziert. Und ich sage, er ist heute top. Also er sieht von außen super aus und das Wetter verspricht auch nochmal einiges, dass es heute ein geiler Pokalfight wird. Mein Tipp für heute, mein neutraler Tipp. Ich sag's euch, es geht heute zu 100% in die Verlängerung. Und ich glaube, dass Kaiserslautern sich 3-2 durchsetzt nach 120 Minuten. Also ihr seht im Hintergrund auch der Gästeblock mit den Kaiserslautern-Fans ist auf jeden Fall schon voll. Und ich bin sicher, dass beide Fanlager heute 10 von 10 Stimmung abreißen wird. Und ich glaube, wir sehen auch choreotechnisch etwas, worauf ich richtig gespannt bin. Auf jeden Fall die Fanlager. Jetzt ungefähr 19.13 Uhr haben wir gerade, also keine 90 Minuten mehr zum Anpfiff. Das Stadion wird immer voller, die Stimmung wird immer geiler. Und im Hintergrund, jetzt seht ihr die Nordtribüne, da wo die Saarbrücker Fans heute 100% geben werden. Und ihr seht schon ein bisschen, dass mit Absperrbändern auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gebastelt worden. Bildende Kunst auf jeden Fall Note 1 von mir. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr geile Choreo. Wir sind gespannt. Die ersten Vorbereitungen fürs Aufwärmen werden auch gerade schon gemacht. Die ersten Spieler betreten auch gerade den Platz. Immer wichtig als Spieler nach vorne mal den Platz abchecken, um zu schauen, wie sieht es denn aus. Die Stimmung. Ihr hört's? Die ersten Kaiserslautern-Spieler betreten den Platz und werden hier von den Saarbrückern ordentlich empfangen. Richtig cool mit dem Megafon auch hier noch im Hintergrund. Also gerade auch nochmal vor der Choreo gewesen, da wird auf jeden Fall was richtig Schönes gebastelt. Heute mit dem Leibchen unterwegs, ich fühle mich wie ein Auswechselspieler, ich mache mich gleich warm und dann geht's auf jeden Fall rein. Die ganze DFB-Crew ist auch noch am Start. Steffen, willst du auch noch was sagen für den Vlog? Was sagst du, wie geht's heute aus? Ich bin neutral und glaube, es geht 1-1 aus. Und danach geht's ins Elfmeterschießen, das geht auch unentschieden aus. Da habt ihr es gehört. Expertentipp aus erster Hand. Von Kaiserslautern hier auch vorne, Richmond Tashi nochmal am Start. Der Mann vor 2-3 Jahren Sub bei mir gewesen auf Twitch, hat mal ein FIFA-Turnier mitgespielt. Checken hier nochmal alles ab. Wird sich nochmal begrüßt. Und jetzt geht es dann, glaube ich, auch gleich schon umziehen. Ihr seht es auf der Uhrzeit, eine Stunde noch ungefähr. Und dann Abfahrt. Freunde, ich glaube, ich muss zurückrudern. Ich habe gesagt, super Wetter gerade eben, Sonne noch am Start gewesen. Himmel wird immer noch dunkler und ich kriege schon die ersten Regentropfen ab. DFB-Pokal, Sensation Saarbrücken. Ich glaube, bisher jedes Spiel unter absolut strömendem Regen gespielt. Könnte sein, dass es heute wieder eine Regenschlacht wird. So, und Freunde, hier gibt es nochmal das Close-Up. Schaut ihn euch ganz genau an, den Rasen. Also er sieht optisch sehr gut aus. Das Ding ist, wenn es halt lang regnet, kann es sein, dass wir es wie im Viertelfinale haben, dass es dann wieder ein bisschen schwieriger wird, einfach den Rasen zu bespielen. Bis jetzt hält sich der Regen in Grenzen. Und auch hier werden nochmal die Vorbereitungen vom DFB getroffen für die Choreo vorm Spiel. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Hier ist dann auch gleich nochmal die TV-Präsentation und ihr seht schon, die Legende schlechthin, Bastian Schweinsteiger.
Unser WM-Held 2014 ist irgendwie immer die erste Szene, an die ich denken muss. Auch echt cool. Du stehst hier, Bastian Schweinsteiger, keine 20 Meter hinter einem. Absolute Legende, hat uns damals zum WM-Titel geführt. Wenn ich an Mentalität denke, auch hier im Real mit Henrichs und Groß, ja auch nochmal die Mentalitätsfrage gewesen, an welchen Spieler denkt man? Sofort Bastian Schweinsteiger. Die Saarbrücker Keeper werden auch ordentlich begrüßt. Schaut euch das an. Auch sehr cool, das Maskottchen von Saarbrücken einfach hier mit dem Löwengeräusch im Hintergrund. Wahnsinn. Und hier stimmungstechnisch. Ihr seht das Stadion. Cool. Eine Stunde ist jetzt noch ungefähr zum Anpfiff. Ich bin mal gespannt, wie die Mannschaften sich als immer unterschiedlich aufwärmen. Manche gehen als immer erst eine halbe Stunde vor Anpfiff raus. Ich bin auch jemand, ich habe auch selber hoch Fußball gespielt in der U19-Bundesliga beim SC Freiburg, jetzt zurzeit in der Oberliga. Ich gehe nur gern kurz und knackig raus. Halbe Stunde reicht mir komplett, bisschen Eck, Passform und dann von mir aus schon Torabschluss. Aber manche brauchen es einfach dann irgendwie nochmal eine Stunde vom Spiel intensiv warm zu machen. Mal sehen, wie die Mannschaft es hier lösen. Gästeblock ist auf jeden Fall auch schon voll und die Fangesänge gehen hier hin und her. Man merkt, die Fanlage sind auf jeden Fall nicht die allerbesten Freunde. Freunde, hier dann auch später nochmal die Pressekonferenz und auch vorm Spiel gab es dann nochmal die ein oder andere Analyse und wir können jetzt nochmal richtig coole exklusive Aufnahmen für den Vlog mitnehmen. Jetzt hier von der Kabine Richtung Stadion und das ist halt Weltklasse. Freunde, und einfach genießen diesen Anblick, wenn du dann irgendwie in den Tunnel gehst. Schaut es euch an, das ist 10 von 10, Gänsehaut. Und dann dieser Weg draus auf den Platz, da fühlst du dich wie ein Profi. Das ist Wahnsinn. Die Kaiserslautern ist beim Aufwärmen 5 nach 8, also relativ arg vor Anpfiff. 40 Minuten und ihr hört die Musik, was jetzt passieren wird. Ich bin der erste FC Saarbrücken, kommt zum Aufwärmen. Angeführt von Sontheimer. Gewinner der letzten Spiele, Kai Brünker. Hab damals mit ihm zusammen in Freiburg gespielt. War nochmal beim Friseur vor diesem Game. Macht ihn nochmal schön die Bewegung, wie er später im Spiel braucht. Und Freunde, heute gibt es die Aufstellung mal ein bisschen anders. Wir sehen Zeitz, Capitano, Kai Brünker. Kleine Überraschung bei Kaiserslautern. Raschel auf der Bank. Ich fand Tashi bisher immer absolut Weltklasse. Opoku auch auf der Bank. Hat auch was. Hier die Aufstellung ist so. Direkt am Spielfeldrand zu sehen. Wahnsinn. Und stimmungstechnisch ist es schon wieder so ein Brett. Es ist so laut. Ich hoffe, man kriegt es auch richtig so im Block mit. Davon hatte ich letztes Mal so einen heftigen Ohrwurm. Freunde, auch wieder die E-Pokal-Werbung. 26. und 27. April. Das Grand Final in Frankfurt am Start sein. Ich werde auch da sein. Mein guter Freund Richmond Tashi. Ich hoffe, ich frage mich, ob er mich noch kennt, aber muss. Er hat damals beim FIFA-Turnier bei mir mitgespielt, das 1-1er-Quote. Also noch eine halbe Stunde zum Anpfiff. Ich werde heute wieder ungefähr hier sitzen, bei den Presseplätzen, da wo die weißen Bänke sind. Waren letztes Mal auch Weltklasseplätze. Hier wurden gerade noch die Tischtennisspieler von Saarbrücken geehrt, die gestern die Champions League gewonnen haben. Also wirklich die Champions League, da gehen nochmal ein GGs raus. Ja, nicht ganz so synchron, aber üben wir nochmal. Freunde, das Wetter kann sich bis jetzt echt nicht entscheiden. Alle 5 Minuten hört es dann wieder auf zu regnen, fängt wieder an. Ich finde, es wäre schon geil, wenn es heute mal wieder so eine richtige Schlammschlacht wird. Das gehört einfach dazu. Saarbrücken jetzt 3 Bundesligisten in Folge rausgehauen. Erst Bayern München, Eintracht Frankfurt, dann Borussia München, Gladbach. Unglaublich schwierigen Weg bis hierher. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen. Es wäre auf jeden Fall absolut verdient für so eine Pokalsaison und ich würde es ihm von Herzen gönnen. Der Weg von Kaiserslautern war auf jeden Fall ein bisschen einfacher, was die Namen auf dem Papier angeht. Hertha BSC im Viertelfinale, davor Nürnberg, Köln und Koblenz. Ist aber natürlich trotzdem unglaublich beachtlich, so weit gekommen zu sein. Und auch Kaiserslautern hätte sich natürlich verdient, hier ins Finale vom großen DFB-Pokal einzuziehen. Hier habt ihr nochmal eine kleine Übersicht, der Turnierbaum, wie es von den Mannschaften bisher lief. Du kannst nichts mehr sagen. Pokal, jeder kann gegen jeden gewinnen. Es gibt kein David gegen Goliath in diesem Spiel, finde ich. Auf dem Papier natürlich Zweitligist gegen Drittligist, aber hier ist alles möglich. Und für mich ist das ein absolutes 50-50-Spiel. Saarbrücken jetzt hier gerade nochmal mit den letzten Aktionen aufs Tor. Und ich sage euch, Kai Brünker ist hier so clean, wie er bisher die Dinger reinschraubt. Und es ist immer so ein Traum, so nah am Spielfeld dran zu sein. Aus der Distanz, sauber.
Kaiserslautern nochmal mit den letzten Sprints und jetzt sollte es Richtung Kabine gehen und für mich dann langsam Richtung Stadion. Stadionplätze natürlich. Schaut euch diesen Support an, diese Liebe, die die Mannschaft bekommt, diese Unterstützung. Also Freunde, jetzt bei den Plätzen endlich angekommen und ich sag's euch, du hast wieder eine 10 von 10 Sicht einfach auf den Platz und gleich auch mit der Choreo bin ich richtig gespannt, was da gezaubert wird. Stimmungstechnisch wird das unglaublich. Hier auch bei den Lauterern, lasst den Traum noch einmal wahr werden. DFB-Pokalfinale in Berlin, der Traum von jeder Mannschaft und da den Titel zu holen, Gänsehaut. Und auch hier Choreo, technisch im Gästeblock, sieht das einfach nice aus gerade. Und jede Zeit sollten die Mannschaften einlaufen. Was mit den weiß-roten Flaggen so nebendran nochmal. Und wow, die Musik, die Schals oder Schäle, ich kenne die Mehrzahl immer noch nicht, in die Luft. Kommt schon sehr, sehr cool. Der Stadionsprecher hat es gesagt, DFB-Pokal-Halbfinale, alles ist möglich. Jeder kann ins Finale einziehen. Und das Spiel ist angepfiffen, es geht los. Hat hier kurze Verzögerung, weil du wegen dem Rauch nichts gesehen hast, aber alles ist angerichtet. So die erste Chance vielleicht jetzt mal nach dem Einwurf. Also jede Aktion wird hier wieder so bejubelt. Jeder Einwurf, jeder gewonnene Zweikampf. Oh, der ist gefährlich, der kommt richtig weit. Oh, Kai mit dem ersten Versuch da. Oh, das sieht auch ein Bild aus. Wird das hier nochmal an die Decke gezogen? Virage, Saarbrücken. Da brauche ich eine Übersetzung von der Bedeutung. Wenn auch die ganze Tribüne wieder hüpfen ist, das hat einfach jedes Mal so einen Vibe. Oh, der Ball ist super. Aber abseits. Erste gute Möglichkeit jetzt mal auf der Brückenseite. Also Freunde, die ersten 10 Minuten sind um. Fußballerisch ist es nicht der absolute Leckerbissen. Wenn Saarbrücken gefährlich ist, dann viel über die Einwürfe von der linken Seite, kommt ein bisschen in den 5-Meter-Raum. Sonst sehr zerfahrenes Spiel, viele Zweikämpfe, auch viele Fehler auf beiden Seiten und viele Ballverluste. Man merkt, das ist ein richtiges Kampfspiel, es geht um jeden Zweikampf. Oh, der wird gefährlich. Vorhin, ihr seht, es hat sich am Spielverlauf nicht viel geändert, immer noch sehr viel Ballverlust auf beiden Seiten, wenn dann Gefahr, lange Bälle, Standardsituation. Heute kann sein, dass das erste Tor des Spiels schon entscheiden wird. Ich bin der Meinung, dass wir nicht so viele Torchancen sehen werden. Im letzten Spiel gegen Gladbach war es ein Hin und Her, gerade am Anfang komplettes Gegenteil. Beide Mannschaften haben auch ein bisschen Angst, den ersten Fehler zu machen, was vollkommen verständlich ist. Eher ein bisschen abwarten. Jetzt spielt der Wettergott noch mit, also kein Regen, keine Schlammschlacht bisher. Hat sich ja vorhin mal kurz angedeutet. Der Rasen bis auf ein, zwei Stellen, die es immer natürlich gibt, wegen einem intensiven Spiel, sieht er noch gut aus. Jetzt leider schon den ersten verletzungsbedingten Wechsel. Redondo geht raus. Gute Besserung an der Stelle nochmal. Und Opoku kommt rein, auch ein unglaublich starker Spieler. Comeback stronger. Sehr hartes Einsteigen da gerade am Start gewesen.
kam jetzt auch direkt die gelbe Karte für Sontheimer, gegen den ich in der Jugend gezockt habe, wo er noch bei Kräuter Fürth war. Oh! Gibt's auf der anderen Seite auch die erste gelbe. Er verliert den Ball, grätscht dann nach. Klar trifft er auch den Ball, aber das ist 100% gefährliches Spiel und auch absolut verdient die gelbe Karte. Der Schiri zeigt's an, geht da mit der Sohle drauf. Das ist echt gefährlich. Und man sieht's, es fängt langsam an zu regnen. Richtig Saarbrückenwetter. Vielleicht blühen sie jetzt noch mal ein bisschen auf und kriegen noch mal die Angriffe ein bisschen besser ausgespielt. Und der Pokalheld von Saarbrücken. Kai jetzt mit einer sehr guten Aktion, sonst ist er noch nicht wirklich im Spiel, aber das macht er stark, gut gesehen vom Schiri. Jetzt ist der Brücken, geht er mal gut an, hat vielleicht mal eine gute Möglichkeit, wenn er da vorbeigeht. Oh, jetzt ein Konter. Aber ihr seht, es ist ein... Oh, sehr verkämpftes Spiel. Jetzt gibt es die Ecke für Saarbrücken, für die Saarbrücker. Oh, der ist stark, Kai. Vielleicht den zweiten. Wenn da ein Fuß nicht ankommt. Wieder mal eine sehr, sehr gute Standardmöglichkeit jetzt für Saarbrücken. Aber der ist... Oh, der ist richtig gut! Und das ist die erste hundertprozentige und es war wieder Kai Brünker. Aus Villingen zu Saarbrücken jetzt. Und den macht er normal rein, aber verdeckte Sicht und dann ganz knappes Ding. Oh, schöne Bewegung da. Wow, macht er das stark. Eine absolute Trainerlegende hier im Spielfeld dran, Friedhelm Funkel. So ein King. 70 Jahre alt schon. Über 40 Jahre als Profitrainer. Ikone. Und für Saarbrücken sind die Einwürfe tatsächlich mindestens genauso gefährlich wie die Eckbälle bisher. Müsste Nummer 6 sein, Nummer 7. Wird sich auch aufgeregt, wie viel Zeit hier gebraucht wird. Aber die Dinger sind halt wirklich wie eine Standardsituation für Saarbrücken. Schaut euch das an, bis zum 5er. Wenn da einer eklig mal verlängert, jetzt hier sehr gute Möglichkeit, aber auch sehr gut rausgelöst da. Halbzeitpause am Start, 0:0 bisher. So, 0:0 Halbzeitpause in Saarbrücken, unglaublich intensives Spiel. Beide Mannschaften verlieren oft den Ball und da kriegen sie auch echt wenig irgendwie Richtung Torchancen hin, weil sie aber auch kaum Zeit haben, werden immer direkt unter Druck gesetzt. Und ich hoffe, dass wir in der zweiten Halbzeit auch mal klare Torchancen sehen, dann auch Tore. Und noch mehr Jubelszenen. Aber man merkt, jeder Zweikampf kann hier der entscheidende sein. Und beide Mannschaften verständlicherweise auch Angst davor, den ersten Fehler zu machen. Manchmal noch ein bisschen zu abwarten in den Situationen. Aber ich denke mir, in der zweiten Halbzeit sehen wir sicher Tore. So, Freunde, weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Bin mir sicher, dass es jetzt noch mal ein bisschen intensiver wird. Und ich muss meinen Tipp ändern. Ich glaube, 3:2 wird natürlich schwer. 4 Tore in der zweiten Halbzeit bin ich auch nicht mehr dabei, falls man spontan ändern darf. Ich glaube, es wird ein dreckiges 0-1. Ein dreckiges 0-1. Laut, dann rutscht irgendwie einer durch. Tashi eingewechselt. 83. schiebt dann in die rechte untere Ecke ein. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Jetzt vielleicht mal ein guter Spot, wenn sie es mal aus dem Halbraum spielen. Aber schaut doch mal, Saarbrücken kommt wieder so tief mit einer Fünferkette. Eine Viererkette davor. Kriegen dann trotzdem mal den ersten Abschluss in der zweiten Halbzeit hin. Jetzt vielleicht mal eine gute Kontermöglichkeit, aber schauen wir, wie Saarbrücken auch umschaltet. Unnötiges Foul, weil sie mit 6 Mann hinterm Ball waren und trotzdem zieht er das taktische und holt die gelbe Karte. Muss er nicht machen. Oh, der Ball, der kommt. Oh, da fehlt so wenig. Jetzt vielleicht mal 2:1 und er sucht den Abschluss. Eigentlich richtige Aktion, aber auch sehr gut verteidigt. Der Ball ist nicht gut. Aber auf jeden Fall mehr Offensivdrang jetzt bei beiden Mannschaften. Der rutscht durch und schaut euch diese Jubelszenen an. Das darf natürlich nicht passieren. Die Flanke, Kopfball eigentlich relativ ungefährlich. Und dann die Jubelszenen. Und der 63. Minute, 1:0 für Kaiserslautern, also Wahnsinn. Wie hier die Fans, wie alle Auswechselspieler direkt drauf losgelaufen sind, was für Emotionen da am Start sind. Natürlich, der Keeper tut einem leid, so ein Fehler in so einem wichtigen Spiel wird ihn auch richtig, richtig lange noch verfolgen, falls sie das verlieren sollten. Aber Mannschaft natürlich direkt aufgebaut, was geil ist. Und er wird es natürlich jetzt auch versuchen, besser zu machen. Aber wow, das wird jetzt richtig schwierig für Saarbrücken, das 0:1 aufzuholen.
jeder Aktion wird es natürlich auch Zeit kosten und Kraft. Lautern steckt natürlich auch nicht auf, die geben jetzt nochmal mehr Gas. Auch die Auswechselspieler haben da gerade nochmal gepusht, haben jetzt eine gute Einwurfmöglichkeit. Spielen ihn zum ersten Mal kurz aus, jetzt in Überzahl. Ah, das ist ein guter Ball. Und die nächste Ecke. Nee, Abstoß. Oh ja, den nimmt er. Boah! Fast der Doppelschlag da. Kai mit der Hacke. Beim Aufwärmen hat er ihn noch reingemacht. Hier nicht. Oh, jetzt hat Opoku mal ein bisschen Platz vor sich. Und er ist natürlich sehr schnell. Sicking aber auch. Oh, der kommt sehr gut. Schöner Touch. In den Rückraum. Oh, wenn der ankommt, dann brennt's. Oh, das ist ein böses Foul. Das muss natürlich auch Geld geben. Und ich glaube, die Lauterner wollen hier reklamieren, dass er der letzte Mann war. War er aber für mich nicht. Aber das ist schon wirklich fast dunkelgelb. Das Spiel hat sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen beruhigt. Die Chancen, die es kurz nach der zweiten Halbzeit gab, jetzt eher wieder ein bisschen weniger. Wie schon in der ersten Halbzeit. Viel über Standardsituationen, lange Bälle, viel Kopfballduelle. Gar kein Spiel wäre das für mich. 20 Minuten sind noch zu spielen und ich glaube, hier wird jetzt auch noch ein bisschen an die Uhr geschraubt gleich von Kaiserslautern. Es geht natürlich um so viel, um den Finaleinzug. Sie sind ein Tor vorne, sie sind so kurz davor. Oh, gefährlich. Oh ja, gefährlich. Opoku trifft ihn nicht. Aber, weiß nicht, hier... Weiß ich nicht, vielleicht schaut er sich nochmal an, aber ich denke auch eher nicht. Ich denke, richtige Entscheidung, erstmal keine Elfmeter zu geben. Oh, schön da mit dem Körper gearbeitet. Aber schaut mal, wie die Kaiserslautern da gegen den Ball arbeiten. Und jetzt ein Mega-Konterspot, wenn er den 1 gegen 1 wegmacht. Unten ist Opoku, kriegt ihn nicht gesteckt. Oh doch, aber der Touch ist nicht gut genug. Aber auch ein unsauberer Ball. Boah, unnötiges Foul. Ja, aber da brauchst du dich auch gar nicht beschweren. Das ist ja so unnötig und ich würde auch Geld geben. Boah, der ist klasse. Der ist klasse. Der war super. Der war perfekt getreten und schaut euch das an. Diese Jubelszenen. Perfekt getretener Standard, wirklich auf den Punkt genau. Aber davor das Foul, es ist so unnötig. Er tritt einfach nach, der Ball geht nach hinten gespielt. Er muss niemals das Foul machen. Standard ist dann natürlich super getreten. Dann steht es 2-0 und jetzt ist fast ein Ding der Unmöglichkeit für Saarbrücken, da nochmal zurückzukommen. Oh, Kai mit der Riesenchance. Und ihr seht, wie viel ihm das bedeutet. Er knallt ihn knapp drüber, nicht der Anschlusstreffer hier. 80. Hört hin, was die Kaiserslautern da singen. Trotz der zweiten Liga Pokalsieger. Aber es sieht alles sehr, sehr gut aus, dass sie ins Finale einziehen. 10 Minuten sind noch zu spielen. Und jetzt hier wieder die nächste Ecke für Lautern. Dieser Support, auch wenn sie hier nach dieser unglaublichen Pokalreise wahrscheinlich rausgehen werden. 4 Minuten gibt es noch mal oben drauf. Aber die Unterstützung natürlich bis zur allerletzten Sekunde und drüber hinaus. Poku, unglaublich starker Spieler, aber diese ganze Zeit, diese Provozierungen immer nach den Aktionen, die müssen echt nicht sein, aber es ist trotzdem für mich der Man of the Match von Kaiserslautern. Ja, nee. Und er pfeift ab. Und Kaiserslautern steht im DFB-Pokalfinale. Unglaublich. Diese Jubelszenen. Schaut euch das an. Natürlich auch nochmal dickes GGs für diese Pokalreise. Dieser Brückner Mannschaft. Der Stadionsprecher sagt es gerade. Unglaubliche Pokalreise. Und ich glaube, die Mannschaft kann so
stolz auf sich sein, sowas erreicht zu haben. Wahnsinn. Freunde, wir sind jetzt auch wieder unten am Spielfeld dran. War ein richtig intensives Spiel. Kaiserslautern setzt sich am Ende durch. Der Fehler zum 1:0 hat natürlich unglaublich wehgetan, hat ihnen brutal geholfen, dass sie dann das Ding über die Zeit retten können. 2:0 nach einer Standardsituation. Okoku war es, glaube ich, mit dem Kopf. Super Spiel gemacht. Allgemein GGs, herzlichen Glückwunsch an Kaiserslautern zum Einzug ins Pokalfinale in Berlin. Ich werde auch wieder vor Ort sein und einen Stadionvlog machen. Und aber auch einen riesen Respekt natürlich nochmal an die Saarbrücker, die sich geschlagen haben, die Könige in dieser Pokalreise. 3 Bundesligisten rausgehauen und dann geht's raus gegen 2. Ist natürlich unglaublich bitter, aber können einfach nur stolz auf sich sein, auf die Mannschaft, auf die Stadt, auf die Fans. Und die Jubelszenen von den Spielern und den Fans einfach auch nochmal genießen. Unglaubliches haben die Lauterer geschafft. Stehen im Pokalfinale. Und Saarbrücken, wie sich es gehört, bedanken sich natürlich nochmal bei diesem unglaublichen Zuschauersupport. Finde ich auch immer cool. Hier ist jetzt gleich noch die Berichterstattung vom TV, vom Pokal. Ich stehe da 2 Meter daneben. Ja, hol mich auch mal Experten rein. Grätsch mich da auch mal rein. Warum nicht? Und mir tut der Saarbrücker Keeper immer noch so leid durch so einen, ja, einen Fehler, der passieren kann. Bringen Sie die ganze. Ja, die ganze Spieldynamik durcheinander, dann ist Lautern vorne, dann ist natürlich richtig schwierig. Und sowas bleibt leider im Kopf, so ein Fehler bleibt leider im Kopf, ja. Und auch die Saarbrücker jetzt nochmal bei der Kurve sich bedanken, Riesenrespekt, weitermachen, Kopf hoch. Und diese Jubelszenen. Die gönnt man der Mannschaft natürlich von Herzen. Wahrscheinlich der einfachste Weg in Pokalfinale, den die Mannschaft je hatte. Jetzt mit Saarbrücken, Hertha BSC, Nürnberg, Köln und Koblenz. Also von Namen her, vom Papier her, auf jeden Fall ein vergleichsweise einfacher Weg wie Saarbrücken, die 3 Erstligisten schlagen mussten. Unter anderem Bayern München, um im Halbfinale zu stehen. Aber die Mannschaft musste auch schlagen. Auch solche Spiele sind natürlich unglaublich schwierig, unglaublich intensiv. Und GG ist dann Kaiserslautern zu diesem Wahnsinnserfolg. So, Freunde, ich bin jetzt endlich im Hotelzimmer angekommen. Wahnsinnsabend geht vorbei. Morgen geht's für mich nach Leverkusen. Da wird es auf jeden Fall schon den nächsten Stadionvlog geben. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Like da. Lasst einen Kommentar da, was ich besser machen kann, was euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Stadionvlog. Ganz viel Liebe. Kostenloses Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.